Ein bisschen Verlust ist immer, dann bin ich halt nicht zu meinem Frikandel Spezial gekommen. Ich habe dann nachher am Strand noch meine Süßigkeiten, die hatte ich natürlich im Gepäck. Hallihallo, ihr Lieben. Jetzt hätte ich doch fast aus Macht der Gewohnheit guten Morgen und Happy Sonntag gesagt, aber das Food Diary kommt ja leider mit etwas Verspätung. Ich hatte euch ja auf Instagram und auch hier mit einer kurzen Nachricht gestern informiert. Wir waren nämlich spontan übers Wochenende in Holland. Ich habe euch natürlich mitgenommen und ihr seht auch die ganzen Schweinereien, die ich da gegessen habe. Wir sind dann aber erst gestern Abend nach 10 Uhr, ich glaube halb 11 oder so, nach Hause gekommen. Und dann noch das Video zu bearbeiten, den Vorspann zu drehen und hochzuladen, das wäre ja dann mitten in der Nacht online gekommen und das hätte sich dann ja auch keiner mehr angeschaut. Abgesehen davon war ich auch ziemlich erledigt, muss ich sagen, denn wir haben auch auf der Rückfahrt echt lange gebraucht. War natürlich Rückreiseverkehr, klar, verlängertes Wochenende und jeder hat irgendwie bis Sonntag die Zeit ausgenutzt und ist dann nach Hause gedüst. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es geht jetzt los mit dem Food Diary. Ihr seht also quasi die ersten Tage noch zu Hause. Da habe ich mich Low Carb ernährt. Und ja, dann habe ich euch, wie gesagt, in Holland mitgenommen und was ich da so in mich reingefuttert habe. Stückchenweise habe ich euch das ja schon auf Instagram gezeigt, aber hier kriegt ihr jetzt die volle Ladung. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bis nachher. Tschüss. Good morning. So, wir haben 10:30. Ich habe schon Sport gemacht und war bis eben noch mit Food Diary hochladen beschäftigt, wie immer sonntags. Und hier seht ihr mein obligatorisches Frühstück, 250 Gramm griechischen Joghurt, wie immer falsch ausgesprochen, fällt mir aber immer erst beim Zusammenschneiden auf. Und obendrauf Heidelbeeren, zuckerfreie Schokoladendrops, Sesam und Walnüsse. Und jetzt zeige ich euch das mal, wie das dann aussieht, wenn ich es dann wirklich esse. Nicht mehr YouTube und Instagram tauglich, aber Matschepampe läuft. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 1 Uhr und ich habe uns einfach mal so für heute den Tag über oder für heute Nachmittag eine halbe Wassermelone aufgeschnitten, die wir dann mit Sicherheit bis heute Abend zwischendurch verschnabulieren werden. So, und 15 Uhr, da gibt es ein kleines Riegelchen für mich zwischendurch, den Sportness Crunchy. So, welcome, 19 Uhr Abendessen, same procedure wie in jedem Food Diary. Irgendwann müsst ihr da immer durch. Herzlichen Glückwunsch, jetzt habt ihr es geschafft. Ich habe meinen Gyros-Salat schon heute bestellt. Der ist hier für mich, wie immer, Riesenportion. Da kommt gleich noch Chiliöl oben drauf, Pizzabrötchen. Und der Hase wollte Gyros-Pita, und zwar ausgeklappt auf dem Teller. So sieht's aus. Lecker! So, da ist er wieder, der Montag. Guten Morgen um 7:45. So, mein heutiges Frühstück, 250 Gramm griechischer Joghurt, mal wieder mit den restlichen Heidelbeeren, Walnüssen und on top zuckerfreie Schokoladensoße. So, wir haben 12 Uhr, ich bin unterwegs und es gibt jetzt einen Riegel. 12 Uhr, habe ich doch gesagt. Ich esse jetzt noch, und zwar ist es 2:30, den Rest von der Wassermelone. Die ist einfach noch von gestern übrig, also diese drei Scheiben hier. 15 Uhr haben wir jetzt und Zeit für ein Käffchen und ein weiteres Riegelchen. Heute Abend gibt es meinen Tomatenlachs aus dem Ofen. Ich habe jetzt 2 Bio-Lachsfilets. Hatet mich bitte nicht wegen der Alufolie. Und die habe ich so ein bisschen eingeschnitten und jetzt werden die bestrichen. Das zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich jetzt hier ganz easy peasy so eine Paste gemacht aus Tomatenmark, Zwiebelchen, Knoblauch, Olivenöl und Salz. Und jetzt kommen die so in den Ofen. Das zieht dann so richtig schön da ein und das schmeckt wirklich fantastisch. Und während der jetzt im Ofen ist, mache ich uns noch ein schönes Salätchen dazu. Lecker, lecker. Da ist jetzt oben noch ein bisschen Balsamico-Creme drauf. Ja, wie gesagt, dazu ein leckeres Salätchen. Und ich kann euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Das schmeckt wirklich furchtbar, furchtbar lecker. Furchtbar lecker, ehrlich jetzt. Rezept ist natürlich auf dem Blog und verlinke ich euch wie immer unter dem Video. Jetzt schaut mal, wie schön saftig ist dieser Lachs bitte geworden. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ja, da haben wir ihn wieder, den griechischen Joghurt mit Chiasamen, Walnüssen und zuckerfreien Schokodrops in dunkler und weißer Schokolade. So, endlich habe ich ihn mal irgendwo gefunden. Diesen, ich glaube, der ist relativ neu, Cookies and Cream von Powerbar, den Riegel. Haben mir schon viele von euch empfohlen. Gestern im DM gefunden. Ich probiere ihn jetzt mal. Und dann gibt es auch gleich noch ein Abbeißvideo. So, das Riegelopfer berichtet schmatzend. So sieht er aus. Ist also nicht komplett mit Schokolade überzogen. Und ja, er ist relativ süß. Also ich finde ihn eigentlich ganz lecker, aber wird jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsriegel. Ich mag irgendwie lieber die mit Erdnüssen. Tada!
Abendessen heute kochtechnisch volle Kanone ins Zeug gelegt. Zwei selbst aufgebackene Brötchen, zwei selbst aufgebackenes gestörtes Brot, Low Carb Walnussbrot, zwei wunderhübsch von mir eigens verpackte Heringsfilets in Tomatensauce. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ich hatte die neulich gekauft, habe ich euch im letzten Video mal gezeigt im Food Diary. Und war jetzt ganz gespannt, ob ich die noch mag. Ich habe die früher schon mal als Kind gegessen. Irgendwie einerseits ein bisschen fies, aber andererseits fand ich die auch eigentlich ganz lecker. Ich zeige euch das gleich nochmal auf dem Teller. Und seid ihr da fies vor? Ich habe gerade nur mal die Soße probiert und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz lecker. Und die Teile sind gar nicht mal schlecht von den Werten. Viel Protein, wenig Kohlenhydrate. Ja, läuft, ne? Kann man auch mal machen. Guten Morgen und Happy Mittwoch. Wieder mal typisches Frühstück, griechischer Joghurt mit viel Zippizappi, also gefrorenen Beeren, die sind schon aufgetaut über Nacht. Chiasamen, Sesam und Kokoschips sowie zuckerfreie Schokodrops. Und für mich geht's heute mit meinem Patenkind ins Phantasialand. Für alle, die das nicht kennen, das ist hier ein großer Freizeitpark in der Nähe von Köln. Ja, die Kamera werde ich da nicht mitnehmen können, weil da habe ich ein bisschen Sorge, dass die abhanden kommt oder kaputt geht und dann war es das mit den Food Diaries. Aber ich werde mit dem Handy dann abfilmen, was ich dort esse. So, wir haben jetzt 9 Uhr und bevor wir gleich losdüsen, gibt es jetzt für mich noch diesen Peanut-Riegel, denn ich habe irgendwie noch so ein bisschen Hunger. Im Phantasialand hatte ich dann eine Bratwurst mit Brötchen und Senf und danach noch einen Riegel. Und wir haben uns ein Eis gegönnt und damit schön in die Sonne gesetzt. Ich hatte eine Kugel Erdbeer. So. Guckt mal, da ist er doch wieder. Ich muss ihn euch doch nochmal antun, der Gyros-Salat. Wir sind gerade aus dem Phantasialand gekommen, sind sehr hungrig. Für mich gibt es Gyros-Salat, für den Hasen nochmal Gyros-Pita und eine kleine Pommes. Dann haben wir hier noch Couscous-Salat und Pizzabrötchen. Und für die liebe Mara gibt es eine Pizza Gorgonzola. Richtig? Richtig! Richtig! Guten Morgen! Heute gibt es Vanilleskier. Mit jede Menge Erdbeeren und zuckerfreier Schokoladensoße. So, hier seht ihr nochmal die Vatertagstörtchen, die die Mara und ich gemacht haben. Das ist eigentlich ja sozusagen meine Jogurette-Torte, aber diesmal in einer No-Bake-Variante, einfach mit dem Keksboden. Und die Creme ist von der Jogurette-Torte und das wird dann nachher verschenkt. Ne? Ja. Sehr gut. Bei meinen Eltern hatte ich dann ein Stück Torte und ein kleines Stück Pflaumenkuchen, den ich vergessen habe zu filmen. So, das gibt's jetzt für mich zum Abendessen. Hashtag Resteverwertung. Ein Stremelachs mit Pfeffer. Dann habe ich hier noch ein Babybällchen im Kühlschrank gefunden. Den restlichen Vanilleskier von heute Morgen. Und der Hase hat eben lecker, lecker seinen liebsten Kartoffelsalat mitbekommen von meiner Mama. Den gibt's dann für ihn später, wenn er Hunger hat. Und ja, unspektakulär, aber... macht ja nichts, lecker. Zumindest mein Essen ist unspektakulär. Guten Morgen um 6:30. Das gibt's jetzt zum Frühstück. Das ist ein ganzer Vanilleskier mit gefrorenen Beeren, zuckerfreien Schokidrops, Chiasamen und Walnüssen. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Hallo! Ich grüße euch um 10:30 mit meinem Low-Carb-Brötchen belegt mit Braten aus der Nähe von Antwerpen. Übers Wochenende sind wir nach Holland gefahren und zwar nach Neuvliet oder wie man das ausspricht, Freunde besuchen. Als erstes gab es für mich einen Riegel am Strand. Abends sind wir dann essen gegangen. Ich habe den ersten Tag Low Carb gegessen und zwar hatte ich Garnelen, die waren super lecker und gebackenen Camembert und der Hase hatte Spare Ribs und ich habe ihm dann noch sein Salätchen geklaut. Am zweiten Tag habe ich mir dann so richtig gegönnt. Das hat mit einem fabelhaften Frühstück angefangen. Ich hatte erst Brötchen mit Roastbeef und Remoulade. So, und dann nochmal ein Brötchen mit Salami und Käse. Ein Ei, wie ihr seht, gab es auch noch dazu. Dann gab es nochmal ein halbes Brötchen mit Salami und Roastbeef. Und zu guter Letzt noch so ein Schokocroissant. Ja, und dann sind wir losgefahren nach Breskens in den Hafen. Ich habe mir da erstmal eine Pommes mit Mayo geholt, eine Frikandel. Ich hatte gehofft, das ist so eine Spezial mit Mayo, Ketchup und Zwiebeln. War aber nicht so. Dann sind wir nach Sluis gefahren, ein bisschen shoppen und rumbummeln. Für mich gab es ein dickes Eis. Ich überlege gerade, was das war. Auf jeden Fall Erdbeer, Kokos und die dritte Kugel weiß ich gar nicht mehr. Und weil das so, so mega lecker war, habe ich mir dann nochmal nachher eine Kugel geholt und zwar Erdbeer.
Ich bin auch im Süßigkeitenladen gelandet und habe mir für, glaube ich, 7 € oder was habe ich da bezahlt, eine Tüte Gemischtes geholt mit all den Sachen, die ich gerne mag. Insbesondere viel saure Süßigkeiten waren dabei. Und dann waren wir noch im Jumbo, das ist ja hier so ein holländischer Supermarkt. Und hier zeige ich euch mal, was ich eingekauft habe. Und zwar 2 verschiedene Sorten Lay's Chips, die es ja so bei uns in Deutschland, glaube ich, nicht gibt. Also zumindest die Sorten habe ich noch nicht gesehen. Was soll der Magerquark da? Ja, ist für den nächsten Tag geplant. Dann habe ich mir hier noch so eine Sprite geholt, die ich auch noch nicht kannte. Dann so ein Lemon-Lime-Irgendwas-Getränk. Strobe-Waffeln, die liebe ich ja auch, mit Karamell. Hier seht ihr dann auch nochmal die Tüte Gemischtes. Dann so eine Art Knickknacks mit Bacon-Käse-Geschmack. Und Erdbeeren, die zugegebenermaßen natürlich auch überhaupt nicht zum Rest passen. Als erstes habe ich natürlich dann mal so eine Strobe-Waffel oder wie auch immer die heißen gegessen. Die sind ja so lecker mit Karamell gefüllt. Und abends haben wir uns dann auf den Weg gemacht zu so einer Strandbude. Ich war ja immer noch auf der Suche nach der perfekten Frikandel-Spezial. Sollte ich sie da finden? Sollte ich sie da finden? Ihr werdet es gleich sehen. Leider wurde ich nicht fündig, aber wir haben uns trotzdem ganz leckere Sachen bestellt. Und zwar waren da zum Beispiel Chicken Wings dabei, Käsekroketten. Ich hatte euch ja auf Instagram gefragt, was ich hier unbedingt noch so probieren soll. Dann hatten wir noch Brot mit Aioli. Calamares mit so einem Dip dabei, also hier diese Calamares-Stäbchen, die aussehen wie Pommes. Bitterballen, die durften auch nicht fehlen, schon angefuttert vom Hasen. Und natürlich Pommes, wobei das war echt eine Enttäuschung. Hashtag Team Pommesliebe, die waren wirklich gar nicht gut. Die waren total steinhart und innen hohl. Wirklich doof. Naja, was soll's. Ein bisschen Verlust ist immer. Dann bin ich halt nicht zu meinem Frikandel-Spezial gekommen. Ich habe dann nachher am Strand noch meine Süßigkeiten, die hatte ich natürlich im Gepäck, noch ein bisschen was gefuttert. Ja, und hier seht ihr dann mein großes Vorhaben. Guten Morgen. Am nächsten Tag sollte es low-carb-technisch weitergehen mit Magerquark und Erdbeeren. Wir sind dann aber nochmal wieder nach Sluis gefahren, weil es uns da so gut gefallen hat. Und ja, da ich immer noch nicht die perfekte Frikandel-Spezial gefunden hatte und der Rest vom Schützenfest meinte, meine Güte, dann gönnen sie dir doch heute nochmal hier. Ich wurde dann auch fündig, habe ich gedacht, ach komm, egal. Hab sie mir dann bestellt mit Pommes dazu. Die Pommes waren auch mega lecker. Selbstgemachte Pommes und ja, richtig, richtig lecker. Nun ja, und was durfte auch nicht fehlen, ne? Ihr kennt das vielleicht, wenn man einmal dabei ist. Dann habe ich noch entdeckt Peanut Butter Swirl. Das musste ich mir auch unbedingt bestellen. Und ich kann euch nicht sagen, was da für eine Riesenmenge Peanut Butter drin war. Ich glaube, mindestens 2 gehäufte Esslöffel. War auf jeden Fall super, super süß, aber total lecker. Ja, und hier waren wir dann schon wieder auf der Rückfahrt. Wir haben tierisch im Stau gestanden. Ich habe übrigens die ganze Tüte Gemischtes aufgefuttert. Also die war leer, als wir zu Hause angekommen sind. Die Strobe-Waffeln auch. Und ja, ihr seht's, Leute, wo sind wir da noch gelandet? Ja, ja, ja. Eine Kleinigkeit essen, Kleinigkeit bei McDoof, ganz toll. Hier seht ihr, was ich mir da bestellt habe. Einmal eine mittlere Pommes mit Mayo, eine Sprite als Getränk, 6er Chicken McNuggets mit Currysoße und einen Cheeseburger. Also 2 Tage in Saus und Braus. Hashtag ungesund, aber naja, es war auf jeden Fall mega, mega lecker alles und ja, ein richtig cooles Wochenende. Ja, meine Lieben, das mit dem McDonald's-Ding, ich weiß auch nicht, das hätte echt nicht sein müssen, weil eigentlich war ich noch ziemlich voll gefuttert. Ich habe ja auf der Rückfahrt ordentlich noch Süßigkeiten und diese Strobe-Waffeln oder wie auch immer die Teile heißen, gefuttert. Aber dann kam wieder der Gedanke, das nimmst du jetzt auch noch mit, halten wir doch mal kurz da an und essen noch was. Ihr kennt es vielleicht. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, war ich heute ist ja Montag, wo ich jetzt den Vorspann hier noch drehe, ich war wirklich mega, mega satt und habe auch erst gegen Mittag wieder Hunger bekommen. Das seht ihr dann ja alles im nächsten Food Diary. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir auch was in die Kommentare. Und wir sehen uns dann, wenn ihr Lust und Laune habt, spätestens nächste Woche Sonntag wieder oder halt eben gleich in einem der beiden Videos hier. Tschüss!